Hallo, ich wollte euch heute mein neues Fahrrad vorstellen. Das ist ein Diamant Zuma Supreme Plus. Ist relativ leicht, ist ein Elektrofahrrad, wiegt 22 Kilo. So wie ihr es hier seht, ist das die Größe M, also 50 cm Rahmenhöhe. Mit dem Motor bis 25 Kilometer pro Stunde, wobei meins laut Tacho jetzt bis 27,5 Kilometer pro Stunde mit unterstützt. Und das gibt es aber auch noch als S-Pedelec-Version mit einem größeren Motor von Bosch. Ein Spiegel ist noch dann dort mit dran, sonst sind die Komponenten alle gleich. Es hat keine Federgabel, sondern eine starre Gabel, die ist auch aus Carbon gefertigt. Und mit den dicken Reifen, die da dran sind, federt das eigentlich ganz gut. Also in der Stadt, wenn man dann über Kopfsteinpflaster fährt, finde ich, ist das wunderbar. Jetzt werden wir noch ein paar Details anschauen. Also als Motor ist dort verbaut von Bosch ein Performance Line CX mit 85 Newtonmeter. Was gut ist, der hat hier so eine Klappe und dahinter verbirgt sich der Anschluss fürs Ladegerät und die geht auch wieder zu und dadurch ist die immer vor Schmutz auch geschützt. Als Komponenten sind verbaut Scheibenbremsen von Shimano. Und dann hat das eine 12-Gang-Kettenschaltung auch von XT-Gruppe wie die Bremsen. Und das Schaltwerk, das ist auch geschützt, das hat hinten noch extra so einen Flügel dran. Wenn da mal irgendwo was man umfallen würde mit dem Fahrrad oder was drankommt, da ist die Schaltung extra geschützt. Der Gepäckträger, der hier verbaut ist, der ist bis 15 Kilogramm zugelassen. Und auf der anderen Seite könnt ihr sehen, da habe ich für meine Rotpiep-Fahrradtasche noch so eine Spezialhalterung dran gemacht. Da kann man die ganz einfach einklicken. Den Sattel, den finde ich richtig bequem, wenn man da drauf sitzt. Ist von Brooks ein Sattel. Und dann hat das Fahrrad von Bosch Kiox, Display und Steuerung und die Beleuchtung, die dran ist, ist von Supernova, ganz helle LED-Beleuchtung. Und wenn ich jetzt früh auf Arbeit fahre, ist das richtig hell auf dem Radweg. In dem Fahrrad ist ein Akku von 625 Watt verbaut. Der ist hier drin und man kann den rausklappen. Und hier besteht noch die Möglichkeit, einen Zusatzakku von 500 Watt draufzubauen, wenn einem die Reichweite nicht ausreicht. In der Eco-Stufe kann man wohl 120 Kilometer damit fahren. Ich muss immer einen Berg hier hochfahren. Und ich bin jetzt eine Woche damit hingekommen und bin ganz begeistert, wie lange das hält.